Bisher nur in einer Leistungsvariante mit Hinterradantrieb gibt es den VW ID.7 jetzt auch mit Allrad und dem sportlichen GTX-Kürzel. Wie sich der fährt, das wollen wir heute gemeinsam herausfinden. Den ID.7 gab es als Tourer und als Limousine bisher nur in zwei Varianten, Pro und Pro S. Die haben sich lediglich anhand ihrer Akkugröße unterschieden. Heißt also, in beiden Versionen kam immer der 210 kW Permanentmagnet-Synchromotor im Heck zum Einsatz. Beim GTX haben wir jetzt aber zusätzlich noch einen 80 kW Asynchromotor an der Vorderachse. Das sorgt nicht nur für einen elektrischen Allradantrieb, also den 4Motion, sondern kommt auch noch auf eine Systemleistung von 250 kW, also 340 PS. Das bedeutet ein Plus von 55 PS und gleichzeitig wird der ID.7 als GTX damit auch noch zum performantesten Wolfsburger seiner Bauform. Von 0 auf 100 geht es in 5,5 Sekunden, mit dem Kombi wohlgemerkt. Die Limousine ist ein Müh schneller und die Höchstgeschwindigkeit, die ist bei 180 km/h elektronisch abgeregelt. Wenn ich jetzt auf maximale Reichweite und Effizienz mit ihm unterwegs sein möchte, komme ich mit dem Kombi bis zu 584 Kilometer laut WLTP weit und bei der Limousine sind es dann gut 10 Kilometer mehr. Den GTX-Antrieb gibt es sowohl für die Limousine als auch für den Kombi. Selbstverständlich sitzt der Akku zwischen den beiden Achsen tief im Unterboden und hat ein Fassungsvermögen von 86 Kilowattstunden netto, also ganz genauso wie bei der Pro S-Variante. Ebenso lässt er sich mit maximal 200 kW DC aufladen. Damit der GTX seine Sportlichkeit auch von außen zeigen kann, kommt er ab Werk mit ein paar stylischeren Elementen daher. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein schwarz abgesetztes Dach und die Heckschürze sowie der Seitenschweller sind in schwarz Hochglanz gehalten. Mit von der Partie ist auch das illuminierte VW-Logo nicht nur hier am Heck, sondern auch an der Front. Und dann haben wir natürlich abgedunkelte Heckscheiben, eine schwarze Fensterumrandung und Felgen gibt es in 20 und 21 Zoll in einem GTX-spezifischen Design. Und damit sind wir auch bei der Front angekommen, wo wir eine GTX-spezifische Frontschürze haben, erkennbar an diesem Schwarz-Hochglanz-Wabengrill hier vorne. Wabendesign ist ja typisch für sportlichere Volkswagen-Modelle, kennt man ja zum Beispiel auch von GTI. Ab Werk kommt der Wagen mit dem EQ Light, das ist ein Matrix-LED-Licht. Die LED-Lichter haben wir aber nicht nur vorne, sondern natürlich auch hinten. Und wie versprochen, hier vorne auch das beleuchtete Volkswagen-Logo. Was noch ein bisschen typisch für den GTX ist, ist die Tagverleuchte hier unten in diesem Dreieck-Design. Eben ein bisschen sportlicherer Look. Für den ID.7 gilt auch als GTX ein Kofferraumfassungsvermögen von 605 bis 1714 Liter. Und auch hier haben wir einen Radstand von 2,97 Meter, was uns üppige Platzverhältnisse verschafft. Schauen wir uns hier ein wenig um, sehe ich ordentlich verarbeitete Materialien, schön gepolstert. Ich habe hier einen Kunstlederbezug mit roter sportlicher Ziernaht und hier in der Türtafel dann auch noch einen Mikrofaserbezug. Macht einen ordentlichen Eindruck, vor allen Dingen finde ich es gut, dass deutlich weniger Klavierlack zum Einsatz kommt, was eben dafür sorgt, dass ich nicht diese ganzen Fingerabdrücke hier sehe. Kunstleder und Mikrofaser sind auch die Bezüge für die Sitze samt der roten abgesetzten Ziernähte. Und bei den Sitzen kann ich nicht nur den Standardsitz wählen, sondern auch den Ergo Active Sitz. Den würde ich vor allen Dingen Vielfahrern empfehlen, denn das ist einfach nochmal ein bisschen ergonomischer zu sitzen. Und vor allen Dingen habe ich eben Sitzheizung, Sitzlüftung und Massagefunktion, also deutlich komfortabler, wenn man eben viel Zeit im Auto verbringt. Schauen wir uns hier so ein bisschen weiter um, sprechen wir doch vor allen Dingen mal über das Infotainment-System. Kommt eben groß in Serie und wenn man sich so ein bisschen umguckt, dann ist das eigentlich fast identisch zu den normalen ID.7. Bis auf den Unterschied, dass ich hier eine 30-Farb- statt 10-Farb-Ambiente-Beleuchtung habe und die Wellness-App. Da kann ich für einen kurzen Zeitraum Atmosphären im Fahrzeug schaffen. Da passt sich die Ambiente-Beleuchtung an, die Lüftung passt sich an, die Massagefunktion der Sitze und. Da wird eben eine schöne, gemütliche oder aufweckende Stimmung im Fahrzeug geschaffen, je nachdem, was man da eben auswählt. Und was ich auch ganz nett finde, gerade für die Ladepausen, ist die Air-Konsolen-Funktion. Da kann ich mit meinem Smartphone hier den QR-Code scannen und nutze mein Handy als Controller, um hier so ein paar Spielchen zu spielen. Also schöner Zeitvertreib an der Ladesäule.
Was ich optional auch wählen würde, wäre das Glas-Panoramadach. Hier kann ich mit einer Fingerbewegung hier von transparent auf milchig umstellen und wieder transparent und wieder milchig. Und keine Sorge, nur weil das ein Glasdach ist, heißt das nicht, dass es hier drin automatisch heißer wird, denn das ist natürlich mit Hitzeabweisung beschichtet. Das Fahrwerk des ID.7 GTX setzt auf eine MacPherson Vorderachse und eine 5-Lenker Hinterachse. Das ist prinzipiell erstmal das gleiche Setup wie auch in den anderen ID.7 Modellen, wurde aber natürlich für den GTX hingehend nochmal angepasst, dass wir verstärkte Stabilisatoren haben, die Abstimmung der Lenkung, der Dämpfer. Ja, das wurde alles natürlich nochmal ein bisschen angepasst an die etwas mehrere Sportlichkeit, die der Wagen hier eben bringen soll. Das Ganze wird schön deutlich, wenn man hier zum Beispiel mal in die Fahrmodis geht. Das kennt man ja, dass wir hier in 15 Stufen das DCC je nach Gusto einstellen können und wir eine schöne Spreizung in den Dämpfern feststellen, die eben deutlich straffer oder komfortabler federn. Und das fällt hier nochmal so ein Hauch sportlicher aus. Vor allen Dingen dann, wenn man hier nochmal schön das ESC auf Sport stellt, da lässt der Wagen nämlich nochmal ein bisschen mehr Querdynamiken zu, kommt deutlich mehr Fahrspaß auf. Tendenziell bleibt es aber eben ein Volkswagen, der sich sehr vorhersehbar fährt, sehr unaufgeregt und eben immer genau das macht, was man von ihm erwartet und man eigentlich nie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren kann. Trotzdem kommt hier ein Hauch Fahrspaß auf, vor allen Dingen dann, wenn es in die Kurvenfahrten geht. Da bin ich eh immer ein schöner Fan von, wenn man die Lenkung dann auch sportlich straff stellt, denn hier wurde auch die Progressivlenkung, also die geschwindigkeitsabhängige Lenkung, die ja die Lenkwinkel dann anpasst, je nachdem wie schnell ich fahre, ebenfalls nochmal überarbeitet, damit das alles ein bisschen sportlicher von dannen geht. Außerdem haben wir hier den Fahrwerksmanager nochmal angepasst drin. Und der sorgt eben durch das Torque Vectoring dazu, dass das jeweils kurvenäußere Rad in seinem Drehmoment so angepasst wird, dass ich eben einen noch feineren Lenkwinkel habe, der ganze Wagen nochmal agiler, präziser um die Kurven geht und das ganze Fahrverhalten dadurch einfach stabiler und flüssiger wird. Da steckt unheimlich viel Technik und Feintuning in dem Fahrzeug drin. Das, finde ich, sorgt einfach am allermeisten für Fahrspaß. Technisch spannend finde ich auch die Tatsache, dass ich die Vorderachse nur bedarfsgerecht zuschalte. Und wenn ich die Vorderachse abschalte, hat es halt eben den Vorteil, dass ich deutlich effizienter unterwegs sein kann. Laut WLTP soll unser ID.7 GTX Tourer hier einen Verbrauch von 16,6 bis 18,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometern haben. Wenn ich jetzt aber mal schaue, was wir hier verbrauchen, ja, dann liegen wir etwas über 20 Kilowattstunden. Fairerweise an der Stelle ist natürlich gesagt, wir sind hier auf Testfahrt. Wir lassen den Wagen verschiedene Szenarien durchspielen und sind nicht auf effizient aus. Deswegen ist es recht gängig, dass der Verbrauch da mal ein wenig höher ist. Wenn ich aber eben besonders sparsam unterwegs sein möchte, dann kann ich hier den Fahrstufenregler einfach auf B stellen. Da habe ich dann die maximale Rekuperation, kann so gut es geht nur noch mit dem Gaspedal fahren und hole da eben ganz viel Energie wieder zurück in die Batterie. Wenn ich eine lange Strecke fahren möchte, kann ich hier ganz einfach über das Navigationssystem meine Route planen. Der Routenplaner ist auch wirklich verlässlich, plant die Ladestopps mit ein und zeigt dann die verschiedenen Lademöglichkeiten an. Also da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Sprechen wir vielleicht noch über das Head-Up-Display. Man muss ja auch den richtigen Weg zur Ladestation finden. Das hat wirklich viele Anzeigen von Assistenzsystemen bis Verbrauch. Die kann ich mir aber auch reduzieren, sodass ich nur noch die Geschwindigkeit sehe. Und wenn ich eben die Navigation mit anhabe, habe ich eine Augmented Reality, also Pfeile, die mir den Weg weisen und dann in meinem Sichtfeld verschwinden, wenn ich mich ihnen nähere. Es ist die Software 5.0 und die kann jetzt sogar auch, wenn ich mein Handy hier über CarPlay oder Android Auto verbunden habe, die Navigation zum Beispiel über Google Maps in das Head-Up-Display packen. Finde ich eine feine Sache, nutze ich vor allen Dingen auf kurzen Strecken auch immer ganz gerne, wenn man nicht gerade mit dem Elektroauto unterwegs ist und eben die Ladestation braucht im Navi, um die Batterie vorzukonditionieren. Fast, aber auch nur fast, hätte ich noch eine wichtige Info vergessen. Ich finde sie zumindest wichtig, denn mit dem Allradantrieb ist die Anhängerlast auch ein wenig gestiegen. Das heißt, der GTX kann bis zu 1400 Kilogramm an den Hacken nehmen. Der ID.7
GTX als Tourer hat einen Einstiegspreis von 63.955 Euro. Der Vorteil bei diesem Wagen liegt ganz klar darin, dass ich einen Allradantrieb habe. Vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel im Bergischen wohne oder gerne mal in den Skiurlaub fahre, dann ist das einfach von Vorteil. Zudem habe ich auch noch eine etwas höhere Anhängelast. Zum Nachteil des Ganzen ist aber natürlich, dass er ein bisschen an Reichweite einbußen muss im Vergleich eben zu den rein heckgetriebenen Varianten. Es ist natürlich immer eine Geschmack- und Einsatzfrage und natürlich auch eine Budgetfrage. Aber für welche Variante würdet ihr euch denn entscheiden? Dürfte es der GTX mit Allrad sein oder reicht euch eher die Einstiegsvariante mit mehr Reichweite? Zumindest auf YouTube könnt ihr uns eure Meinung verraten, unten in den Kommentaren. Und wenn ihr schon da seid, nicht vergessen, Account abonnieren, Glocke aktivieren, damit wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen.